Montpellier, die schnell wachsende Stadt im Süden Frankreichs, deren Anfänge bis ins 10. Jahrhundert zurückreichen. Heute gibt es hier eine lebendige Studentenszene. Besucher kommen wegen des Weins, der Kultur und des Klimas. Die heutige Entdeckungstour beginnt am Hauptplatz. Wir sind hier auf der Place de la Comédie. Das ist der zentrale Platz, den jeder, der nach Montpellier kommt, als erstes sieht. Hier steht das Opernhaus und der Brunnen der Drei Grazien. Der Platz ist bekannt, weil es viele Cafés gibt. Außerdem fährt die Straßenbahn hier. Es ist ein interessanter Ort. Ein interessanter Ort ist auch der Triumphbogen. Besucher können hinaufsteigen und dann die Aussicht auf die Stadt genießen. Als offizieller Touristenführer weiß Bruno Martinez, was man in Montpellier unbedingt sehen sollte. In 48 Stunden kann man in Montpellier schon eine Menge erleben. Aber ich würde sagen, drei Dinge sind ein echtes Muss. Da sind zum einen unsere Märkte, wie der Marché des Arceaux. Und das Museum Fabre, das mit seinen Werken zu den wichtigsten in Montpellier gehört. Und dann gibt es natürlich noch den Wein. Der ist in Montpellier allgegenwärtig. Wir haben viele Weingüter, die eine Weinprobe anbieten. Wer Bruno Martinez erster Empfehlung folgt, findet den Markt im Schatten eines Aquädukts aus dem 18. Jahrhundert. Immer dienstags und samstags gibt es hier französische Spezialitäten, wie Käse und Wein aus der Region. Die Altstadt ist von dort nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Hier liegt die Kathedrale St. Peter gleich neben der berühmten medizinischen Fakultät. In diesem Teil der Stadt gibt es viele enge Gassen und behutsam restaurierte Gebäude. Diese Straßen sind mehr als 1000 Jahre alt. Sie sind eng und stammen noch aus dem Mittelalter. Heute gibt es hier viele Läden und kleine Handwerksbetriebe. Dieses Geschäft liegt in einem ehemaligen Pferdestall. Und vor dieser Bäckerei stehen die Kunden regelmäßig Schlange. Das frische Gebäck ist nur ein Grund für die Bekanntheit. Wir haben in der Fernsehsendung Frankreichs beste Bäckerei 2015 den Titel gewonnen und sind dadurch berühmt geworden. Und wir backen unser Brot in einem 200 Jahre alten Ofen. Der zweite Tipp des Stadtführers ist das Museum Fabre, das, wie alle Sehenswürdigkeiten Montpelliers, gut zu Fuß zu erreichen ist. Das Museum wurde 1825 gegründet und besitzt eine große Sammlung historischer und zeitgenössischer Kunst. Wir haben eine besondere Sammlung, weil die Werke von Künstlern oder Sammlern aus Montpellier kommen. So stammt beispielsweise unsere große Renaissance-Sammlung vom Gründer dieses Museums, François-Xavier Fabre. Er war ein neoklassizistischer Künstler, ein Schüler des großen Klassizisten Jacques-Louis David. Wir besitzen auch viele Werke von Gustave Courbet. Eines seiner Gemälde sehen Sie hinter mir, die Badenden. Of Gustave Courbet, you have one canvas behind me, the Baffers. Und außerdem haben wir eine bedeutende Sammlung zeitgenössischer Gemälde von Pierre Soulages, der in Montpellier studiert hat. Pierre Soulages, who studied in Montpellier. Genauso wie die Kunst ist der Wein ein Muss in Frankreich. Das Château Flaugergue ist Schloss und Weingut zugleich. Ein Familienbetrieb in 10. Generation. Pierre de Colbert ist Miteigentümer und leitet Touren und Weinproben. Rotwein ist der wichtigste und bekannteste Teil unserer Produktion. Wir haben hier die größten Weinanbaugebiete Frankreichs und weltweit. Dies hier sind historische Rebflächen, die schon von den Römern angelegt wurden. Eine lange Geschichte also. Nach Besichtigungstouren und Weinproben klingt der Tag am besten am Strand aus. Montpellier liegt nur rund 10 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Die Restaurants an der Küste sind bei Touristen und Einheimischen beliebt. Es ist wohl diese Mischung aus Sonne und Meer, Kultur und Wein, die Montpellier zu einer Art touristischem Gesamtpaket an der französischen Mittelmeerküste macht.